Willkommen zurück zu Steins Gate. Ja, mittlerweile schon Folge 73. Vorletzte Folge hatten wir schon mal ein Ende. Aber das heißt nicht, dass ich glaube, dass es jetzt auch irgendwie schnell zu Ende geht. Ich glaube, jetzt nimmt das Spiel nochmal so ganz normal seinen Lauf. Wir haben ja letzte Folge noch ein bisschen was von Suzua erfahren, dass sie in dieser Zeitlinie auch wieder gestorben ist, allerdings etwas besser. Einfach nur an einer schlimmen Krankheit und nicht am Selbstmord. Also das heißt, sie hat kein verzweifeltes Leben, sondern sie ist friedvoll gestorben. Trotzdem hat sich die Zeitlinie nur von 0,33 auf... Also die Divergenz hat sich nur von 0,33 auf 0,4 gesteigert. Da haben wir also noch einiges zu tun. Ich hätte ja nicht geglaubt, dass du den ganzen Weg zum Bahnhof gekommen bist, extra um mich abzuholen. Mayushi ist überrascht. Na, ich möchte ja nicht, dass mir meine Geisel abhanden kommt. Ja, ich auch nicht. Also Mayushi ist wirklich froh. Ich verstand das noch nicht so ganz, aber es war auch egal. Was ist in der Tasche? Mr. Blanca, yuzutte moratta no. Sekaisen no suuchi wo hakaru koto no dekiru. O-parts na pasa. Das hat mir Herr Braun gegeben. Es ist ein Gerät, was die Divergenz von Zeitlinien messen kann. Sorry. Das klingt ja fantastisch. Was genau ist eigentlich eine Zeitlinie? Mayuri war hontouni. Baka da na. Ach, Mayuri, du bist wirklich ein Dummerchen. Eine gewisse Unsicherheit war immer noch in meinem Herzen. Wir haben zwar die letzte Nacht überlebt, die schlimmste Nacht von allen, Freitag den 13. Aber das garantierte nicht unsere Sicherheit für immer. Es war total möglich, dass Moika jetzt angreifen würde. Oder heute Nachmittag. Oder morgen. Ich möchte das nie wieder durchmachen. Mayuri. Tatoeba no hanashi da ga. Komima ga owaru made Akiba ni kuru no wa yameta hou ga ii no dewa nai ka? Nur mal so ein Gedanke, Mayuri, aber meinst du, du solltest vielleicht mal aufhören, nach Akiba zu kommen, zumindest für eine Weile? Zumindest bis Komima zu Ende ist? Keine Antwort. Mayuri? Dann nahm ich einmal den Blick von ihr und schon ist sie verschwunden. Ich muss einfach vorsichtiger sein. Also bist du mehr so der unterwürfige Typ, was? Was soll das denn heißen? Ich hörte auf, im Channel nach weiteren Informationen zum IBM 5100 zu suchen. Ich wusste immer noch nicht, wo er war. Ich ging heute Morgen zum Yanabayashi-Schrein, aber er war nicht dort. Suzua hat uns versprochen, einen zu besorgen.
Ihr Geschenk an uns aus dem Jahre 1975. Und ganz plötzlich behandelt so Mayuri wie eine Prinzessin. Ja, du bist heute extra zum Bahnhof gegangen, um sie zu treffen. Dann hast du ihr Mittagessen vorgekostet und dann hast du die ganze Zeit, den ganzen Weg bis zum Labor ihre Hand gehalten. Okarin liebt Mayushi wirklich. Du musst es einfach etwas sagen, oder Mayuri? Aber jetzt mal im Ernst. Musstest du unbedingt Chris davon berichten? Also, was ist los? Ich kann dir nicht ganz folgen. Seid ihr zusammen oder was? Ich wollte das schon länger fragen. Sehen wir so aus, als wären wir zusammen? Naja, also... Was hat dieses Mädel einfach nur für irre Gedanken? Weißt du, Okarin und Mayushi sind schon Freunde, seitdem sie noch ganz, ganz klein waren. Also seid ihr nicht zusammen? Ja, natürlich nicht. Niemand würde auch freiwillig Okabe daten. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Chris sich diese ganzen Sachen fragt, weil sie selbst so ein leichtes Interesse hat, aber naja. Christina, ja. Omae ni wa shitsubou shita zo. Da enttäuscht du mich aber, Christina. Ha? Nani yo ikinari? Wovon redest du denn? Ore wa kizuita. Kizuite shimatta no da. Du hast letztlich jetzt doch deine wahre Natur preisgegeben. Ich hab gesehen, wie sich deine Augen erleuchtet haben beim ersten Hinweis auf Romanzen. Du bist nichts weiter als ein dreckiges Mainstream-Girl. Also Otaku nehmen diesen Begriff, um Frauen damit zu beschreiben, die auf eine Art und Weise denken, dass es Männer nicht verstehen können. Solche Frauen werden durch den Mainstream beeinflusst, also durch die Kultur, wie sie in Frauenzeitschriften vorkommen. Manche behaupten allerdings, dass diese Phrase nur von Männern benutzt wird, die keinen Erfolg bei Frauen hatten. Ich wette, du isst Schokolade mit deinen Freundinnen und kicherst dann über die letzte Liebesbeziehung von irgendeiner Berühmtheit. Absurd. Das Labor hat keine Verwendung für Welpen und für Blumen im Haar. Ja, das kann ich mir bei Chris im besten Sinne nicht vorstellen, dass sie irgendwelche typischen Frauenmagazine liest und dass sie sich für irgendwelche Celebrities interessiert.
Es fühlte sich seltsam an und ein wenig nostalgisch, diesen Chunibyou-Blödsinn von sich zu geben. Nach allem, was ich durchgemacht habe, muss ich sagen, fand ich es doch ein wenig peinlich. Mad Scientist, Chunibyou-患者が何言ってやがり Ja. Was hast du vor, du selbsternannter Volk der Wissenschaftler Chunibyo? Blödmann. Es ist schon lange her, dass ich mit Chris so gestritten habe. Der Gedanke ließ mich auf einmal einsam fühlen. Nachdem ich gescheitert war, Mayuri zu retten, suchte ich Hilfe von diesem Genie. Obwohl ihre Worte manchmal hart waren, hat sie mich unterstützt und ermutigt bis zum Schluss. Aber nun war das alles vorbei, es ist verschwunden, gemeinsam mit der Zeit, die wir mit Suzua verbracht hatten. Danke für deine Hilfe, Chris. Ja, was soll sich ändern? Dann wirst du wohl noch die Mails verschicken müssen. Das Universum ist wie dieses Wollknäuel oder wie dieser Wollfaden. Zahllose mögliche Zeitlinien existieren Seite an Seite und sie teilen sich auf bis in die Unendlichkeit. Wenn das Messgerät über 1% anzeigt, hast du es bis in die Beta-Zeitlinie geschafft. Attractor Field Alpha-の範囲外, Beta-世界線へ到達すれば, 収束する結果も変わる. Wenn du dem Attractor Field Alpha entkommst und die Beta-Zeitlinie erreichst, dann wird sich das Resultat verändern. So. 1% を突破さえできたら, Shina Mayuriは助けられるっていうこと. Also erreiche 1% Abweichung und du wirst Shina Mayuri retten. Aber das würde dann ja heißen, dass wir noch einen weiten Weg zu gehen haben, nicht wahr? Ist Mayuri verdammt, solange die Divergenz immer noch kleiner als 1 ist? Wenn sich das Resultat nicht verändert, dann steuert die Welt immer noch auf Mayuris Tod zu? Kann doch nicht sein. Ich meine, gestern ist doch nichts passiert. Mayuri ist immer noch hier. Wohlbehalten. Also wird ihr nichts geschehen. Nein, nein, das wird es schon nicht. Zumindest wollte ich das glauben. Aber der Zweifel in meinem Herzen wuchs. Ganz egal, wie sehr ich auch drauf stierte, die Zahl auf dem Meter, auf dem Messgerät, hat sich nicht um die letzte Stelle verändert. Bislang hat sich Reading Steiner nur aktiviert, nachdem wir die Mails versendet haben, die die Vergangenheit verändert haben.
Und wie war das, als ich einen Zeitsprung gemacht habe? Ja, da hat sich nichts verändert. Ja, das Vertigo, was ich gefühlt habe bei dem Zeitsprung, könnte Reading Steiner verursacht haben. Wie dem auch sei, ich war auf das Schlimmste vorbereitet. Zunächst einmal machten wir Anpassungen an die Zeitsprungmaschine. Aha, die gibt es also noch. Das wurde bislang, glaube ich, noch nicht erwähnt, aber die Zeitsprungmaschine wurde durch das Senden unserer letzten D-Mail nicht in Mitleidenschaft gezogen. Sie existiert noch. Das wissen wir noch nicht. Oder? Mir ist jetzt noch nicht ganz klar, worauf das hinausläuft. Auf jeden Fall konnte er jederzeit seine Gedanken an die Vergangenheit senden. Okay, doch, also wie mein erster Gedanke gerade war, die Zeitsprungmaschine existiert noch und sie wurde jetzt noch nach unserer letzten D-Mail nochmal etwas modifiziert. Und mit Darus Hilfe habe ich dann auch noch eine Fernbedienung für den 42 Zöller im Erdgeschoss gefunden. Unsere frühere Telewelle vorläufig, also unsere früheren Experimente mit der Telewelle vorläufig, haben ein Loch im Fußboden hervorgerufen. Anstelle das Loch zu fixen, habe ich es noch größer gemacht. Und der Röhrenmonitor ist direkt unter diesem Loch. Also wenn ich die Fernbedienung auf das Loch richte und den Einschaltknopf drücke, geht der Fernseher an. So, sollten die Dinge jetzt schief laufen, kann ich in einem Augenblick einen Zeitsprung durchführen. Und außerdem habe ich noch Future Gadget Nummer 4, die Mode Snake, bei mir. Für den Notfall. Frag mich nicht mehr, was die Mode Snake noch war. Okabe. タイムリープマシンの実験はしないんじゃなかったの? Hattest du nicht gesagt, dass wir keine Experimente mit der Zeitsprungmaschine machen wollten? もしもの時のためだ。Ja, das ist nur für den Fall der Fälle. もしもって? Für welchen Fall genau? Ich wollte diese Frage nicht beantworten. Es ist schon gut. Alles wird gut. Sie haben gestern nicht angegriffen, also werden sie heute auch nicht angreifen. Zumindest haben wir also Mayuris Schicksal verändert. Aber trotzdem konnte ich nicht anders, als zu beten. Bitte, lass Mayuri in Sicherheit sein. Bitte lass ihr nichts geschehen. Meine Gebete blieben unbeantwortet. Die Tür wurde aufgeschlagen. 5 Leute stürmten ins Labor. Ich erkannte sie, es waren die Rounder. Sie zielten mit ihren Waffen auf uns. Ich erstarrte. Verzweiflung umschlang mein Herz. Meine schlimmsten Befürchtungen wurden wahr. Es ist genauso passiert wie zuvor. Mit 2 großen Unterschieden.
Ja. Unterschied 1 ist, dass Suzua uns diesmal nicht aus dem Schlamassel holen kann. Es ist nicht Freitag der 13., sondern exakt 24 Stunden später. Und ganz egal, wie lange ich auch warte, Suzua wird nicht kommen, um uns zu retten. Hände hoch, keiner bewegt sich. Selbst das unangenehme Klacken der hohen Absätze hallte durch den Flur. Es war alles genau gleich. Wir nehmen die Zeitmaschine mit. Makisa Kuris, Okabe Dintaro, Hashida Itaru, Sammei ni tsuite wa wareware to issho ni kite morau. Makisa Kuris, Okabe Rintaro, Hashida Itaro, ihr drei werdet uns begleiten. Deko wa yurusarenai. Widerstand ist zwecklos. Tonikaku, kite. Kommt mit. Ihr könnt nirgends hinlaufen. Wir haben Leute in ganz Akihabara stationiert. Ich musste sie benutzen. Ich schluckte meine Furcht hinunter und zog den Hebel von Mode Snake. War das die Nebelmaschine? Ja. Weißer Rauch erfüllte den Raum und man konnte nichts mehr sehen. Die Rounder würden so nicht zielen können. Naja, mit den Waffen müssen die nur einmal so quer durchhalten. Einfach mal mit Dauerfeuer. Aber das wollen sie natürlich nicht riskieren. Sie wollen ja keinen töten. Also das können sie schon nicht machen. Also zumindest wollen sie keinen der drei Leute töten. Die brauchen sie ja noch. Ich musste meinen Zeitsprung machen, während der Nebel anhielt. Bitte! Erschieß sie! Maya! Wurde sie getroffen? Es tut so weh. Mayuri, komm, steh auf! Aber Mayuri antwortete nicht mehr. Es tut mir leid, Mayuri. Wieder einmal habe ich versagt, dich zu retten. Ein stechender Schmerz in meinem Kopf. Es tat weh. Oh Mann, es tat so weh. Ich musste zur Zeitsprungmaschine. Das Entladungsphänomen trat auf. Wieder einmal sprang ich in die Vergangenheit.
2 Stunden. Das reicht ja, von da kann er immer noch mal wieder zurückspringen. Die Welt brach in sich zusammen und formte sich neu. Ich schluckte schnell meine Worte hinunter. Ich musste nachdenken. Ich habe unsere Erinnerungen mit Suzua ausgelöscht. Ich habe die Zeitlinie verändert. Aber das hat nicht gereicht. Auf dem Divergenzmessgerät stand immer noch 0,4%. Wie kriege ich das über 1%? Tja. Die Moika-D-Mail, die Luca-D-Mail. Warte mal, wenn ich jetzt wieder versuche, das Problem ganz alleine zu lösen, dann wird es genauso ausgehen wie zuvor. Chris, komm kurz mit. Was ist denn los mit dir? Normalerweise sprichst du dich nicht mal in den richtigen Namen aus. Bitte, hilf mir. Huch, das ist ja ein Schock. Masaka, ich hätte nie geglaubt, dass ich diese Worte von dir hören würde. Hast du Fieber? Chakasna. Ore wa honki de soudan shiteiru. Keine Witze, ich brauche wirklich deine Hilfe. Time leap wo shite kita no ne. Du hast einen Zeitsprung gemacht, oder? Omae wa doko made shiteiru? Wie viel weißt du? Doko made tte nani wo? Wie viel weiß ich über was? Suzuha ga John Titor datta koto wa? Naja, dass Suzuha John Titor ist. Sono hasso wa nakatta. Der Gedanke ist mir nie gekommen. Wow, das ist aber lange her, dass wir hier mal so eine E-Mail bekommen haben. Von Mayuri. Wo geht ihr denn hin? Ocarin, wo bist du hin? Hast du ein Date mit Christian? Ich bin richtig eifersüchtig. Ja, wir antworten. Mal sehen, was. Unsere Beziehung ist komplett professionell. Sie ist mein Assistent und nichts weiter. Eifersüchtig? Oh, willst du mit mir ausgehen? Ja, also das würde er so nicht sagen. Deshalb, ich habe ja gesagt, ich mache die Antworten, die er so sagen würde, am ehesten. Ich versuchte mich so zu verhalten, als ob alles gut wäre. Oh, da bin ich aber erleichtert. Warum denn? Ich habe mich noch nie so gefühlt. Also wieder von Mayuri, war ja, glaube ich, klar. Als wir Suzuha am 9. August abgehalten haben, abzureisen, blieb sie bis zum 13. August. Aber diese Variante wurde durch meine letzte D-Mail verändert. Was ist in diesen 4 Tagen in dieser Zeitlinie geschehen? Ich hatte überhaupt keine Ahnung.
タイムリープマシンは完成したか? Hast du die Zeitsprungmaschine fertiggestellt? Ja, das war ja wohl die dämlichste Frage, die dir eingefallen ist. Du hast sie gerade benutzt. Wovon redest du denn da? Ich habe sie doch gestern fertiggestellt, als wir die Nacht durchgemacht haben. Also musste ich wohl nochmal alles erneut erklären. Ich erzählte ihr über Mayuris viele Tode, was mit Suzua und Moika los war. Ich gab ihr auch eine Zusammenfassung, was Suzua mir über die Struktur des Universums erklärt hat. Also praktisch gesehen gewinnst du, wenn du den IBM 5100 zurückbekommst? Also ich rate jetzt mal. Vielleicht solltest du das, was Amane-san gesagt hat, mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Ich denke, die kritische Veränderung findet dann statt, wenn du den IBM 5100 bekommst und dann die Daten in CERNs Datenbank löscht. Also ich glaube, sie meint jetzt die Daten, die CERN auf unsere Spur bringen. Vermutlich wirst du dann eine Abweichung von über 1% erreichen. Das Problem ist, wo der IBM 5100 jetzt ist. Ich weiß nicht, das. Und die Lösung ist, den IBM 5100 wiederzubekommen, indem man die Mail von Moika ungeschehen macht, irgendwie. Okabe war einmal IBM 5100 in Du hattest den IBM ja bereits einmal gefunden. Also, falls deine Erinnerungen stimmen. Wenn du zurück in die Zeitlinie kannst, wo du ihn das erste Mal bekommen hast, wird er dann nicht automatisch wieder zu dir kommen? Ich verstehe. Ja, du hast recht. Der IBM 5100 war ja schon im Labor. Und dann war er plötzlich auf einmal verschwunden. Die Veränderungen, die wir in den Zeitlinien gemacht haben, also namentlich die ganzen D-Mails, die wir verschickt haben, müssen ungeschehen gemacht werden. Ja, stimmt, die Ferris-Mail hatte ich ja schon ganz wieder vergessen. Das ist natürlich aus Darus Sicht auch die allerwichtigste. IBN 5100 Dadurch kommen wir dann in die Zeitlinie zurück, wo ich den IBM 5100 im Yanabayashi-Schrein gefunden habe. Ich erinnere mich noch sehr gut dran, als wir diesen IBM da gefunden haben und wo ich noch sagte, oh, das geht jetzt ja im Spiel viel zu schnell, jetzt haben wir den IBM, wahrscheinlich werden wir auf dem Rückweg überfallen oder was auch immer und der kommt uns wieder abhanden. Ja, im Prinzip war es auch so, aber ein Tick
komplizierter, als ich es vermutet hatte. Was ich bislang so erlebt habe, war ich zuversichtlich, dass der IBM 5100 nicht durch Diebstahl aus dem Labor verschwand. Denn schließlich habe ich ja im Labor übernachtet. Und immer wenn ich nicht da war, war ein anderes Labormitglied vor Ort. Rund um die Uhr war das Labor besetzt. Es wäre völlig unmöglich gewesen, dass irgendjemand diesen schweren Computer stiehlt, ohne dass es jemandem auffällt. Es ist logischer anzunehmen, dass eine D-Mail eine Divergenz verursacht hat von der Zeitlinie, wo ich den IBM im Yanabayashi-Schrein gefunden hatte. Es ist nur eine Hypothese. Ich kam zu dieser Schlussfolgerung anhand deiner Erklärung. Wenn du dich falsch an Fakten erinnerst, oder wenn du mich betrügst, oder wenn das mal wieder irgendein ausgedachter Blödsinn von dir ist, dann wird diese Hypothese falsch sein. Mein Assistent vertraute mir überhaupt nicht. Du kannst auch dieser Hypothese nicht einfach blind folgen. Du hast vielleicht ein Sicherheitsnetz, aber wenn du unachtsam wirst und auf einmal ohne Ausweg dastehst, dann wirst du niemals eine weitere Chance bekommen, Mayuri zu retten. Ja, zum Beispiel, wenn er irgendwo auf der Parkbank sitzt und von hinten niedergeschlagen wird, keinen Zeitsprung machen kann, dann war's das. Oder wenn er irgendwo unterwegs ist, er kann ja den Zeitsprung auch nur vom Labor aus machen. Ich wusste das. Ich hatte auch Suzua nach ihrer Meinung gefragt oder hätte das getan, wenn sie hier wäre. Aber in dieser Zeitlinie ist sie ins Jahr 1975 zurückgereist, in der Nacht des 9. August. Ich habe also keine Möglichkeit, mit ihr zu sprechen. Warum ist denn der IBM 5100 verschwunden? Welche der D-Mails hat das Verschwinden verursacht? Also, zu dem Zeitpunkt, wo er noch da war und wann er denn verschwunden ist, dazwischen waren mehrere D-Mails, aber es liegt ja auf der Hand, wessen es war. Finde das raus. Und du bist auf einem guten Weg, um die Lösung zu finden. Was ich nicht begreife, ist, wie wir den Zeitpunkt von Mayuris Tod um exakt 24 Stunden hinausgeschoben haben. Ja, stimmt, das ist schon interessant. Vielleicht hat es irgendwie mit der Veränderung der Divergenz zu tun. Es könnte der Schmetterlingseffekt sein. Wenn das so ist, dann könnte eine kleine Veränderung große Auswirkungen haben. Das glaube ich ja nicht. Also, winzige Veränderungen haben keine großen Auswirkungen. Wir haben ja auch schon D-Mails verschickt, die kleine Änderungen hatten, wo dann sich die Zeitlinie nicht verändert hat.
とにかく慎重な行動が大切。不用意なことはしない方がいい。Wie dem auch sei, es ist unglaublich wichtig, diskret vorzugehen. Mach nichts Unachtsames. 例えば、一番危険なのは、あんたが死ぬこと。Dein Tod, Okabe, ist das Schlimmste, was passieren könnte. 世界線を越えて記憶を継続できるのは、おそらく、岡部だけだから。あんたが死んだら、マユリも助けられなくなると思いなさい。Du bist vermutlich der einzige Mensch, der sich an frühere Zeitlinien zurückerinnern kann. Wenn du stirbst, dann kannst du sicher sein, dass auch Mayuri sterben wird. 絶対に死なないで。Also stirb mir nicht, okay? もしかして心配してくれているのか？ Du machst dir jetzt aber keine Sorgen um mich, oder? は？何それ？誰とく？ Was? Jetzt sei doch nicht lächerlich. Warum sollte mich das interessieren? Ja, selbst wenn man sich jetzt keinen Deut für Okabe interessiert, sollte man sich trotzdem Sorgen machen, wenn Okabe stirbt, weil wir dann ja in diese schreckliche Zukunft geraten. Also allein schon, um eine schöne Zukunft zu haben, wäre es ganz nett, wenn Okabe weiterlebt. Ich mache mir doch keine Sorgen um dich, okay? Jetzt kommen wir bloß nicht auf falsche Gedanken. Ich möchte nur nicht einfach so ein wertvolles Testsubjekt verlieren. Mehr nicht. 世界線云々はともかく、あんたのその何度もタイムリープしていながら記憶が継続してる脳ってのは、脳科学史を塗り替えるくらい貴重なサンプルであって。In deinem Gehirn haben sich Erinnerungen über Zeitlinien hinweg und Zeitsprünge hinweg angesammelt. Es ist ein wertvolles Untersuchungsobjekt, wodurch man eventuell die Geschichte der Neurowissenschaft neu schreiben kann.あんたの脳をマッピングして、一体何がどうなってるのか確かめたい気分よ。Ich möchte dein Gehirn kartieren und herausfinden, was darin vor sich geht. だから、引き続き実験をガンガンやってくれると私としても助かるわけ。タイムリープマシンはいわば私の研究の成果でもあるんだから。Oder mit anderen Worten, hilft mir dein Zeitsprung ebenfalls. Denn schließlich ist die Zeitsprungmaschine ja die Frucht meiner Forschung.落ち着け。Jetzt beruhig dich erstmal. Mein Assistent kann schon manchmal schwierig sein. Aber trotzdem, die Theorie klang fundiert. Und ich hatte sonstkeine Ahnung, was ich hätte sonst tun sollen. Ich überprüfte die Uhr. Es war 5.42 Uhr. Nur noch eine Stunde bis Moikas Überfall. Ich beschloss, noch einen weiteren Zeitsprung durchzuführen. Zum Nachmittag des 13. Kurz bevor die Zeitsprungmaschine fertiggestellt wurde. Das muss ich gerade mal überlegen. Achso, genau, kurz bevor sie fertiggestellt wurde. Ja, sie wurde ja also ganz ursprünglich wurde sie mal am 13. um 14 Uhr fertiggestellt. Und um 19 Uhr, also kurz vor 19 Uhr, war dann Moikas Überfall. Am 13. Jetzt haben wir den Überfall am 14.Achso, und wir sind übrigens die ganze Zeit dann immer vom 13. in den 11. zurückgesprungen. Jetzt springen wir halt vom 14. zum 13. zurück. Mal sehen. Ach ja, was ja auch super krass wäre, das fällt mir jetzt gerade erst auf. Eine D-Mail wird abgeschickt und die verändert die Gegenwart.
In diesem Fall waren es dann ja 4 Tage, die wir nicht mitbekommen, also die Okari nicht mitbekommen hat, wo halt Sachen passiert sind, die er nicht weiß, weil er nicht dabei war. Er weiß, was sonst passiert ist, aber er weiß nicht, was in diesen 4 Tagen passiert ist. Aber er kann jetzt ja einen Zeitsprung zurückmachen in den Bereich, den er nicht kennt. Zwar nicht die kompletten 4 Tage, sondern nur knappe 2. Aber immerhin, das heißt, er kann da ja auch dann Sachen erfahren, was so vorgefallen ist. Mein Ziel war der Nachmittag des 13. Kurz nachdem die Zeitsprungmaschine fertiggestellt wurde. Christina, ich werde deinen Plan versuchen. Oh, großartig. Du hast mir öfter geholfen, als ich zählen kann. Es tut mir leid für all das. Jetzt entschuldige dich nicht, du Idiot. Das verwirrt mich. Und außerdem kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern, dir jemals geholfen zu haben. Wie willst du dafür die Verantwortung übernehmen? Warum ist sie jetzt auf einmal sauer auf mich? Ich begreife sie einfach nicht. Ich wünschte, ich könnte mich auch daran erinnern. Dann könnte ich sie nämlich ständig unter die Nase reiben. Du hast wirklich eine furchtbare Persönlichkeit. Musst du gerade sagen? Ja, schon langsam wie ein altes Ehepaar. Und damit sprang ich 28 Stunden in die Vergangenheit. Und das Ergebnis gucken wir uns dann morgen mal an. Da wird ja bestimmt einiges Spannendes passieren. Also, Zeitsprung komplett und ich sag mal, macht's gut, bis morgen. Tschüss.